Hallo, Marius Ebert hier. In diesem Video möchte ich mal erklären, wie das Fach VWL BWL, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, aus der wirtschaftsbezogenen Qualifikation, die ja mit drei anderen Fächern die Grundlage bildet für verschiedene Fachwirte, mit Videocoachings, also mit meinem Lernsystem, absolviert werden kann. Zunächst einmal möchte ich vier Punkte strukturell hier zunächst mal entwickeln. Der erste Punkt ist die Grundidee dieser Videocoachings, wird einige vielleicht überraschen. Die Grundlage meiner Videocoachings, die technischen Voraussetzungen, keine Sorge, das ist eigentlich nichts Bedeutendes, technischen Voraussetzungen, völlig unkompliziert. Und als letztes der Ablauf. Wie arbeitet man mit diesen Videocoachings? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist ja ein relativ neuer Lernweg von mir entwickelt. Es gibt nichts Vergleichbares, soweit ich sehen kann, auf dem Markt. Und deswegen möchte ich hier erklären, wie das abläuft. Zunächst einmal die Grundidee. Meine Videocoachings für ein solches Prüfungsfach, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre im Rahmen der wirtschaftsbezogenen Qualifikation sind komplett seminarersetzend. Sie können dieses Videocoaching für dieses Fach statt eines Seminarbesuches buchen. Sie brauchen den Seminarbesuch nicht. Seminarersetzend komplett. Und zweitens, Bücher ersetzend. Sie brauchen auch keine Lehrbücher. Sie sollten da im Prinzip die Finger von lassen, weil sie das nur verwirrt. Das ist die Grundidee. Und warum kann ich das so selbstbewusst sagen? Weil ich viele, viele Jahre selber Seminare gegeben habe für die verschiedensten Facetten dieser IHK-Fortbildung, für die verschiedenen Fächer. Und natürlich auch dieses Fach im Rahmen vom Wirtschaftsfach wird. Und irgendwann habe ich mir überlegt, wie kann ich meine Lernmethode, die Essenz meiner Lernmethode auf Videos bringen. Und das ist mir dann irgendwann gelungen. Es ist nicht das Abfilmen eines Seminars, sondern es ist ein ganz besonderer Ablauf, den ich gleich erklären werde unter dem vierten Punkt dieser Mindmap. Und es hat sich herausgestellt, und zwar praxisbewiesen, dass man hier kein Seminar, kein Fernlehrgang, kein gar nichts braucht, sondern dass dieses Videocoaching komplett ausreicht, um dieses Fach erfolgreich in der Prüfung zu absolvieren. Ja, das Ziel ist also Grundidee, etwas Seminarersetzendes, Bücherersetzendes zu entwickeln mit dem Ziel Prüfungserfolg. Eine mindestens bestandene, wünschenswerterweise natürlich mit einer ordentlichen Note, bestandene Prüfung. Die Grundlage, die inhaltliche Grundlage meiner Videocoachings sind die Prüfungsordnung, ich kürze das ab mit PO, die Prüfungsordnung des jeweiligen Lehrgangs. Diese Prüfungsordnungen sind keine Geheimdokumente. Die kann man in den allermeisten Fällen im Internet finden, wenn man das entsprechend in eine Suchmaschine eingibt. Sie sind nicht leicht zu lesen. Aber es ist kein Geheimnis und man sollte das mal tun. Man sollte so eine Prüfungsordnung zu Hause haben. Und zweitens der Rahmenstoffplan für den jeweiligen Abschluss. Ich kürze auch das wieder ab mit RSP, Rahmenstoffplan. Und das sind die einzigen, ich wiederhole, die einzigen rechtsverbindlichen Grundlagen. Und daran muss man sich halten und an nichts anderes. Ich höre manchmal, ja, die Unterlagen und was der Ebert da macht, das ist ja nicht ausreichend. Ich habe das mit meinen Skripten verglichen. Da stehen manche Sachen, sind da beim Ebert gar nicht drin. Ja, das liegt daran, dass ihre Skripte schlecht sind und dass ihre Skripte sich eben nicht orientieren an der Prüfungsordnung und am Rahmenstoffplan. Ja, das ist die einzige Rechtsgrundlage. Nicht das Skript von irgendeinem anderen Anbieter. Und sei es die IHK, auch die IHK ist hier nur ein weiterer Anbieter, nichts anderes. Ja, die meisten Leute können auch nicht unterscheiden
zwischen der IHK als Institution des öffentlichen Rechts und der IHK, die auftritt in Form der Weiterbildungs GmbH als Anbieter des privaten Rechts, genau wie ich auch ein Anbieter des privaten Rechts bin. Als Institution des öffentlichen Rechts hat man einen öffentlichen Auftrag. Und als Weiterbildungs GmbH arbeitet man mit dem Ziel der Gewinnerzielung oder von mir aus auch der Gemeinnützigkeit, wie auch immer. Das ist was ganz anderes und das können viele nicht unterscheiden. So, das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage. Die einzige Grundlage sind diese beiden Dinge, die Prüfungsordnung und der Rahmenstoffplan. Keine Skripte von anderen Anbietern sind keine Grundlage, sind nicht maßgebend für das, was geschult werden muss. Und auch der Rahmenstoffplan ist auch kein Geheimdokument, sondern den kann man kaufen im Shop des DIHK. Kann man den kaufen und man sollte ihn kaufen. Und dann kann man auch mal abgleichen. Und dann wird man vielleicht feststellen, dass manche Dinge, die in den Skripten drinstehen, im Rahmenstoffplan überhaupt nicht drinstehen. Technische Voraussetzungen. Was braucht man, um mit den Video-Coachings zu arbeiten? Im Grunde braucht man nur das, was jeder sowieso hat, nämlich einen Laptop oder auch einen Tischrechner. Wenn Sie jetzt sagen, was ist ein Tischrechner? Ich sage es Ihnen auf Neudeutsch, ein Desktop. Tischrechner heißt das auf Deutsch. Ja, als wir noch Deutsch gesprochen haben, hieß das Tischrechner. Ein Laptop oder ein Tischrechner, ob das jetzt das Betriebssystem von Linux, von Microsoft oder von Apple ist, ist völlig egal. Völlig egal. Es sollte aber ein Laptop oder ein Tischrechner sein, es sollte nicht ein Tablet sein. Tablets sind zumindest im Moment noch, ich weiß nicht, ob sich das ändert, Peripheriegeräte. Sie können die Videos auf dem Tablet sich anschauen, wenn Sie es auf dem Desktop oder Laptop runtergeladen haben. Da gibt es verschiedene Apps, das zu übertragen, das geht alles. Aber nur in einem Tablet da rum zu operieren, das ist nicht das Richtige. Ja, also das wäre etwas, was ich nicht raten würde, dass Sie nur mit dem Tablet hier versuchen zu operieren. Ja, es ist ein Peripheriegerät. So, was haben wir noch? Die Dateien. Die Dateien, die Sie bekommen, sind die Formate MP4. Das ist ein systemübergreifendes Format, läuft auf jedem Rechner. PDFs ist systemübergreifend, läuft auf jedem Rechner. Und wenn Sie jetzt von den Video-Coachings weggehen zu einem Hörbuch, MP3. Auch ein systemübergreifendes Format, klammere ich aber ein, weil es jetzt nicht zu dem Thema hier Video-Coachings unmittelbar passt, aber es gibt diese Themen ja auch als Hörbuch in Frage- und Antwortform. Also MP3 bezieht sich ausdrücklich auf das Hörbuch, was aber bei den Video-Coachings nicht dabei ist, es sei denn, Sie buchen den kompletten Lehrgang, dann ist auch das komplette Hörbuch dabei. Auch das geht übrigens. Ja, Sie können komplett alle Fächer für Wirtschaftsfachwirt zum Beispiel buchen und ein Seminar komplett ersetzen. Den Ast brauche ich schon gar nicht mehr hier. Der letzte Punkt ist der Ablauf. Wie läuft das ab? 4 Schritte, die man eigentlich gar nicht erklären muss, weil sie selbsterklärend ist. Sie fangen an und schauen sich das erste Video an, nachdem Sie das ganze Material heruntergeladen haben. Es sind, zumindest im Moment noch, sind es Produkte zum Herunterladen auf Ihren Rechner. Es kann sinnvoll sein, das dann auf dem USB-Stick oder in einer externen Festplatte zu speichern. Sie fangen an, sich das erste Video anzuschauen, nachdem Sie die PDF sich ausgedruckt haben. Dann notieren Sie, genauso wie es im Video gemacht wird, die Schlüsselworte. Ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert, um die Struktur herauszuarbeiten. Denn das ist der Schlüssel immer zu Lernstoff. Wenn man Lernstoff verstehen will, ist der Schlüssel die Struktur des Lernstoffes und nicht erstmal der Inhalt. Ja, die allermeisten fangen an, die Leute mit Inhalten abzufüllen, haben aber nicht die Struktur aufgezeigt des Lernstoffes. Das ist eine Katastrophe, endet in der Katastrophe. Hier entsteht mit Ihrer Mitwirkung
eine Struktur des Lernstoffs. Im Prinzip so ähnlich, wie ich das hier mache. Schauen Sie mal, was habe ich gemacht? Ich habe hier zunächst mal das vorgedruckt. Das ist die Struktur. Da können Sie sehen, aha, es gibt einen Hauptpunkt H und es gibt einen Unterpunkt 1, U1, U2, U3, U4. Es gibt also vier Unterpunkte. Das sehen Sie und das ist das, was Sie brauchen, um das Wissen nachher auch verwenden zu können. Und genau so im Prinzip arbeite ich in den Video-Coachings auch, nur dass das hier dann vorgedruckt ist schon und Sie hier dann vielleicht hier etwas notieren, hier etwas notieren, hier etwas notieren, hier etwas notieren. Die Schlüsselworte. Mit Ihrer Mitwirkung entsteht eine Struktur. Involviere mich und ich werde es verstehen. Wer hat das gesagt? Lao Tzu hat das gesagt. Und das war sehr klug. Das ist schon sehr alt, dieses Zitat. Dann könnte man ein Video, nicht alle Videos, aber das ein oder andere Video nochmal sich anschauen. Und dann nicht mehr mitschreiben, sondern im sogenannten Dozentenschlüssel. Ja, das hier, was ich gerade angedeutet habe, sind Teilnehmerunterlagen. Dahinter kommt ein Dozentenschlüssel, wo das hier, was Sie hinschreiben, schon vorgedruckt ist. Also Sie schauen das Video nochmal und vielleicht markern Sie dann das mit einem Textmarker, um es nochmal hervorzuheben, aber nicht mehr so sehr auf das Schreiben konzentriert zu sein. Und dann folgt am Ende nochmal eine Zusammenfassung, wo das Ganze nochmal in Textform ausformuliert ist. Und dann beantworten Sie bitte die Repetitorien. Repetitorien sind Wiederholungskurse. Was heißt das hier? Das heißt Fragen und Aufgaben. Prüfungsfragen und Aufgaben, könnte man sagen. Die beantworten Sie hier auch wieder schriftlich. Warum schriftlich? Weil Sie in der Prüfung nur durch Schreiben Punkte holen. Deswegen muss ein Lernsystem, das Erfolg haben will, hier, das ist der Erfolg. Ziel ist der Prüfungserfolg. Sie zum Schreiben bringen und nicht in ein apathisches da sitzen und sie einlullen, indem PowerPoint-Folien vorgelesen werden. Meine Güte, was ist das für eine Vorbereitung? Was tut man da den Menschen an? Nein, man muss sie einbeziehen und hier können Sie dann direkt mal schauen, welche Fragen können Sie schon beantworten. Sie werden nicht alle beantworten können. Ja? Aber wenn Sie da 40% schaffen, dann ist das schon verdammt guter Wert, mehr als alle anderen wahrscheinlich schaffen, alle anderen Lernmethoden, wenn man das überhaupt Methode nennen kann. Und bei den Aufgaben auch schon mal gucken, das sind dann natürlich auch prüfungstypische Dinge hier. So, und das ist schon alles. Ja, das ist schon alles. Sie haben keine Fahrzeit mehr, keine Fahrtkosten mehr. Sie können das zu Hause machen bei freier Zeiteinteilung. Sie brauchen im Prinzip, ja, vielleicht sollte man das hier noch ergänzen, da wo ich diesen Ast hier unten gezogen habe. Sie brauchen ein Zimmer mit einer Tür, die Sie zumachen können. Ein bisschen Ruhe und Konzentration brauchen Sie schon für diese Sache. Ja, ein Zimmer mit einer Tür, die Sie zuschließen können und die auch zu bleibt. Ja, wo Ihre Familie Sie mal für 30, 40 Minuten in Ruhe lässt und Sie sich in Ruhe dem widmen können. Und Sie werden sehen, dass das Ganze dynamisch ist. Denn diese ganzen PowerPoint-Folien sind alle statisch. Tot, könnte man sagen. Hier ist die Sache lebendig. Schauen Sie mal, vor Ihren Augen ist jetzt hier schon eine Struktur entstanden und Sie sind dem gefolgt, weil Bewegung drin war und weil Energie drin war. Ja, bei statischen PowerPoint-Folien können Sie sich mal Videos anschauen, die sind ja zum Abgewöhnen. Ja, es ist dynamisch, dadurch entsteht sofort von Anfang an Motivation. Und das ist das Entscheidende. Motivation ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor. Und durch Motivation entstehen dann ganz schnell Erfolgserlebnisse. Schon sehr früh entstehen hier mit dieser Methode Erfolgserlebnisse. Und die Erfolgserlebnisse treiben Sie weiter. Ja, wenn Sie nur hier den Anfang hinkriegen, das Herunterladen der Dateien, was ein bisschen mühsam ist, leider. Ja, aber auch das wird ständig besser, weil die Datenleitungen breiter werden, das Ganze schneller geht. Und wenn Sie dann anfangen, also die PDFs noch ausdrucken, ja, da muss man auch ein bisschen mit Sinn und Verstand das sortieren. Und dann, wenn Sie dann anfangen, haben Sie ganz, ganz schnell Erfolgserlebnisse, Sie werden ganz schnell einbezogen und haben diese Erfolgserlebnisse und das treibt Sie voran. Wenn Sie mal schauen wollen, wenn Sie auch mal eine Gratisprobe
besorgen wollen, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.